Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Empire Total War mit Schweden. Tja, wir haben beim letzten Mal von den Franzosen eine kleine Schelle bekommen bei unseren Freibeutern und wir haben die Polen zusammengeschossen bei Warschau. Und weil wir ja nichts mehr machen können, lassen wir erstmal die KI wieder die Folge von diesem Let's Play einleiten. Großbritannien, Frankreich, gucken wir mal, was Frankreich so macht. Und während hier die Runde durchläuft, kann ich genüsslich an meiner kleinen Mandarine rumschnabulieren. So. Westpreußen ist natürlich jetzt wieder an Polen gefallen. Die Preußen sind einfach finanziell so am Arsch. Das dauert mit dem Wiederaufbau. Dass sie die ganze Zeit von Polen auf die Mütze bekommen. Überfallene Handelsflotte. Henry Riemskinner. Militärtechnologie, Kartätschenladung. Sehr schön. Diese Nation hat ihre Militärtechnologie weiterentwickelt, um so auf dem Schlachtfeld einen wichtigen Vorteil gegenüber dem Feind zu erringen. Bei dieser Munition für Kanonen handelt es sich um einen Zylinder, der mit Musketenkugeln gefüllt ist und der beim Verlassen des Kanonenrohrs sofort zerbirst. Jede Kanone lässt sich in eine riesige Schrotflinte verwandeln, indem man die richtige Geschossgröße wählt. Normale Kanonenkugeln entfalten bereits eine entsetzliche Wirkung, wenn sie das Ziel treffen, aber für gewöhnlich verletzen also töten sie nur wenige Männer. Kartätschenladungen sind für kurze Reichweiten vorgesehen und dienen als das letzte Mittel, um den massiven Angriff abzuwehren. Das Gemetzel, das Kartätschen unter den getroffenen Feinden anrichten, ist wahrhaft scheußlich. In der Regel werden Kartätschenladungen aus Zinn hergestellt, was dazu dient, alles zusammenzuhalten, während es im Rohr gestopft wird. Das Zinn verhindert jedoch nicht das Zerbersten des Geschosses. Nicht selten laden die Kanonierer eine Kartätschenladung oben auf die Kanonenkugel, sofern die Zeit dazu reicht, um die tödliche Wirkung zu maximieren. Kartätschenladungen werden auch heute noch in deren Armeen eingesetzt und wurden im Laufe der Jahre verfeinert. Die sogenannten Beehive Rounds wurden Fletchets, kleine Pfeile, anstelle von Schrotkugeln verwendet. Das 120mm Hauptgeschütz des amerikanischen Kampfpanzers M1 Abrams ist in der Lage, Kartätschenmunition abzufeuern, wodurch das Fahrzeug zu einer gepanzerten 60 Tonnen Schrotflinte mutiert. Seht da, haben wir wieder was gelernt. Neuer Erbe einer Fraktion, Karl. Der königlichen Familie wurde ein strammer Sohn geboren. Er wird also ein starker und edler Erbe auf dem Thron sein. Gucken wir mal. Augusta Maria heißt meine Frau und Karl ist der Sohn. Karl der 13. So. Sehr schön. So. Also hier beschützen wir nach wie vor Schlesien vor den bösen Polen. Hier belagern wir nach wie vor Warschau. Hier haben wir nach wie vor Truppen. Und hier können wir jetzt ausbauen. Was können wir hier ausbauen? Ah, Artilleriefabrik. Sehr schön. Und forschen können wir jetzt mal. Ich schlage vor, wir machen mal was für die Landbevölkerung. 9 Runden dauert das. Das ist schon ziemlich lange, aber ich denke mal, das wird sich lohnen. So, jetzt geht erstmal unsere Invasion los. Und zwar fahren wir jetzt nach Amerika. Ja, hier ist die böse, böse englische Flotte. Ja, wir müssen mal belagern und am Beschützen. Mehr können wir hier tatsächlich auf dem Lande gar nicht machen. Leider. Können ein bisschen ausbauen hier. Lustgarten bauen. Erhöht die Zufriedenheit unserer People. Ja, rekrutieren können wir auch nicht. Wir müssen warten, bis die neuen Kasernen da sind. Wir können jetzt nur warten, bis, ja, bis Zeit vergangen ist. Das dauert jetzt alles ein bisschen. Die Franzosen. Das Spiel lädt so lange, die hacken irgendwas aus. Ja, die hacken was aus. Ne, die haben was erobert. Die haben nicht Kroatien erobert. Und die hacken immer noch was aus. Das machen wir nicht. Österreich ist kurz vorm Ende.
Wer weiß, wenn die Technologie weiterverkaufen. Am Ende verkaufen sie es den Russen. Nee, 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 nee. Österreich wird eh bald sterben. Das ist bald alles französisch. Leider. So, hier sind wir wieder dran. St. Petersburg ging an Land. Überfallene Handelsflotte. Ja, das kennen wir ja schon. Ui. Viele Linienschiffe. Und unsere Flotte ist endlich da. So, ich hoffe, die können in einem Zug... Das klappt aber. Ja. Neufundert gehört uns. Wir haben unsere erste Kolonie. Applaus, Leute. Applaus. Yeah. Erste Kolonie für Schweden. Yay, Neufundland. So, willkommen in Amerika. Infrastruktur ausbauen. Hier sieht es ja echt grottig aus. Aber dann können wir die Armee einladen. Und dann fahren wir mal hier runter. Oh, ein paar Karibikinseln. Das ist mal ein guter Plan. Die Polen sind hier abgerückt. Ich überlege gerade, ob ich die Armee, die sich eingegraben hat, benutzen soll, um dann sich zu erobern, aber... So wichtig ist auch nicht. Ich habe nur 600 Mann da drin. Wir haben die unter Belagerung. Sehr schön. Kasse. Da stört wer unseren Handel? Wer stört meinen Handel? Ihr. Dreckspiraten. Die sind alle beschädigt, die Schiffe. Das ist doch alles scheiße, das doch. Oder ist es in Europa? Portugiesen sind da ohne Ende. Hier ist eine französische Flotte. Hier ist eine englische. Und die Spanier blockieren mit einem Schiff den Handelshafen von den Briten. Oh, ja, nochmal, ja. Das hier wird zu teuer sein. So. Gucken wir mal. Also. Die beschützen die Ostsee. Die kriegen jetzt einen Admiral auf der Christina. Und zwar wird das Admiral Eilif Thomassen. Ja, ein protziges Porträt. So, der fliegt ja nach Bergen aus. Die werden gleich mal ein bisschen Unruhe stiften. Und dann werden wir... Runden bis zur Kapitulation 2. Warten wir, bis sie verhungert sind. Dann müssen wir kein wertvolles schwedisches Blut vergießen. Wir warten einfach, bis alle verhungern und aufgeben. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber es wäre cool, wenn die Moral sinken würde, je länger die Belagerung geht. Bei den Truppen. Die versuchen auszubrechen. Sollen sie es versuchen. Katschen wir sie eben nochmal gegen die Wand. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Vor Polen habe ich keine Angst. Vor Russland übrigens auch nicht. Vielleicht ein bisschen vor Frankreich. Weil die haben ja eine krasse Armee. So, ja, das ist fast gewonnen. Guckt euch mal den Balken hier an, Machtverhältnis. Ja, wir graben die Kanonen ein, stellen die Kavallerie in Bereitschaft, Infanterie direkt dahinter. In Schanzen, damit die ein bisschen geschützt sind. General hier hin. So. Eingraben.
Eingaben. Fertig. So, wegballern. Prozent Schaden. Wir können ja mal platt reiten. So fertig. Der Gegner weiß nicht, wie man Karis benutzt. Geizig sein. Jetzt machen wir auf den Turbo rein. Einfach einmal drüber. Da liegen sie alle im Gras. Na, fertig. Ich will zunächst mal Belagerungsausbruch. So, wir haben 40 Mann verloren, aber 600 niedergemetzelt. Und Warschau ist gefallen. Haha. Und die KI macht das immer. Die versucht trotzdem noch auszubrechen, egal wie aussichtslos es ist. Überfallene Handelsflotte. Franzosen. Immer die Franzosen. Forderung schreiben. Polen. Ihre Adelsschicht hat sich in einem offenen Brief gegen die unlängst erhöhte Steuererhöhung ausgesprochen und fordert, dass die Steuern wieder auf einen vorigen Stand gesenkt werden. Das könnte schlimme Folgen haben, ihrem Ultimatum nicht zu entsprechen, denn wenn es den Adligen gelingt, das einfache Volk um sich zu scharen, könnte es zum Aufstand gegen ihre Herrschaft kommen. Und die Arbeiter streiken. Die Arbeiter in dieser Provinz haben die Werkzeuge niedergelegt, weil sie demokratische Reformen vermissen. Wie erscheint es, sind die fortschrittlichen Ideen anderer bis zum niedrigen Arbeiter hinabgesickert, der offenbar seinen rechten Platz vergessen hat. Jetzt fordern die hier schon freie Wahlen. Errichtete Gebäude, neues Militär, sehr schön. Provinz erobert Polen. Ach du meine, wie sieht's hier denn aus? Hier ist ja alles kaputt. Oh Mann, oh Mann. So, Kavallerie wieder auffüllen. Eieiei. Da gibst du denen 5 Jahre lang diese Provinz hier und was ist los? Na gut, 14 Jahre und alles ist kaputt, ja. Rekrutierung. Oh, guckt mal. Oh, guckt mal. Schwedische Grenadiere. Närke-Wärmland-Regiment. Livgardet-Regimente. Jönköping-Regimente. Västerbotten. Västergötadal. Livgardets Grenadier-Bataillon. Exzellenten-Infanterie. Pikenerare. Leute, wir haben eine richtig geile Armee. Blahusars.
Trabantengarde, Ehrenlandregimente, Gula Husarregimente. Jetzt haben wir echt coole, viele Einheiten. Spezialregimenter bekommen. Krasser Scheiß. Ja, der Jens Gold kriegt immer mehr. Der ist glaube ich schon 63. Ja gut. Er kriegt immer mehr Sterne. gut, aber die Kasse gibt das nicht her. Nicht bei den Marineausgaben. 8000 ist zwar noch viel. Tja. Was ist das denn? Das sind normale Grenadiere. Wir machen es jetzt mal so. Wir holen uns jetzt Jököping-Regimente, Kalmar-Regimente, Leafgarde-Regimente, Nerke-Wärmland-Regimente. Da ist das Geld auch schon weg. Und dann feigen wir diese drei Truppen mit denen in Ingermanland. Ah, der muss auch weg. Sehr schön. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Na gut, so ist das nicht, sondern noch mehr aus Kiew, Ukraine. Ah, Sachsen ist wieder in preußische Hände gefallen, das fällt mir jetzt erst auf. Wie weit können die denn noch? Die können ein bisschen nach ganz unten, das war auch der Plan. Deswegen hast du die ja ausgeladen gehabt. So, dann fahren wir hier runter. Und der Hafen brennt, das ist kein gutes Zeichen. Nur einen Versuch. Wir können aber ausladen. Haha, haben sie bei den Franzosen gelernt. So, jetzt gehören uns die Goldminen. Die müssen wir noch ausbauen. Die müssen wir den Hafen reparieren. Jetzt gehört uns Französisch-Guyana. Gut, haben noch keine Einnahmen daraus. Ist klar. So, Politik. Müssen wir auf jeden Fall die Steuern für die Bevölkerung senken. Oh, die Polen sind mal unzufrieden. Uiuiuiui. Das liegt in der Schule hier. Scheiße. Müssen wir Steuern befreien, damit der Adel zumindest die Schnauze hält. Der wird jetzt auf jeden Fall zum Aufstand kommen. So, und die schicken wir nach Ungarn, die Agenten. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was hier abgeht. Polnische Edelmänner können wir mal meucheln. Nein, das hat natürlich nicht geklappt. Immer wenn ich das mit Ansage mache, klappt das nicht. Next round. Nope. Wie oft soll ich das noch ablehnen, hm? Tja, was soll ich jetzt noch erzählen, großartig? Es läuft eigentlich recht gut. Für uns. Also, die schwere Krise, die wir hatten, die ist vorbei. Überfallene Handelsflotte. Jetzt sind auch schon hier die Piraten. Da müssen wir echt mal was gegen tun. Arbeite auch schon in Polen. Nicht gut, machen wir eine Kirchenstuhle. Machen wir die Polen mal protestantisch. So, neue Truppen in Schweden, in Stockholm. Sehr schön. Direkt nach Dänemark verlegen. So, dann machen wir noch Kavallerie. Dann haben wir hier die schöne Kavallerie. Blahusars, Gula-Husaren. Schwedische Grenadiere. 12 Pfünder Batterien. So, neue Gebäude, Holzfällerlager haben wir gebaut. Die Flotte schicken wir jetzt mal auf Piratenjagd. Beziehungsweise auf alles, was da so rumfährt. Holzfällerlager, das ist jetzt fertig. Die Infrastruktur ist jetzt auch ausgebaut hier. Sehr gut. Goldmine kostet 1350. Wir haben auch Kapitulation akzeptiert. Sehr schön. Damit gehört uns auch Niederländisch-Guyana. Und hier ist auch alles kaputt. Ich glaube, es ist billiger, wenn wir erstmal reparieren. Und dann ausbauen.
als wenn wir es andersrum machen. Was ist denn hier drin? Ein General und Bogenschützen. Die kriegen wir jetzt nicht mehr raus. Hm. Ärgerlich. Schweden, Frankreich, Großbritannien 0. Indien habe ich lange nicht mehr geguckt. Hier hat sich nichts geändert, außer dass jetzt hier unten das auch dem Mogulreich gehört. Man könnte eigentlich auch hier zuschlagen, aber ich will mich noch nicht in Indien einmischen. Wir sind in Europa noch nicht gefestigt, beziehungsweise haben jetzt nicht die Truppenkapazität, um jetzt hier auch noch rumzurandalieren. Da kommen die Franzosen. Da kommen die Franzosen Richtung Warschau. Sind die eigentlich mit Polen verbündet? Ich könnte mir vorstellen, dass die Franzosen KI jetzt sagt, oh, der Papa Iron mit dem blöden Schweden, die rücken jetzt ins doofe Polen vor. Da müssen wir mal eine Armee hinschicken, um die Polen zu unterstützen, so wie ich das mit den Preußen vorhatte oder den Österreichern. Dass die Österreicher mir mittlerweile egal sind und die Preußen immer noch schwach. Na, immerhin haben sie Dresden zurückerobert. Aber eigentlich wollte ich so Preußen als Bollwerk gegen die Franzosen einsetzen. Nochmal wieder Piraten. Aber das schicken wir gleich unsere Kriegsflotte hin. Baubericht. So, jetzt gucken wir erst wieder in Südamerika. Jetzt möchte ich immer ausbauen. Gold, oh, Goldminen. Goldminen. Noch mehr Goldminen. Das gibt ordentlich Cash. Genau, zieht euch zurück, gebt mir den Hafen wieder. Den brauche ich zum Export. So, 361 Dukaten werden hier exportiert. Das sind halt eben die kleinen Gewürzplantagen, aber Handel. Und wir sehen, Gewürze sind momentan laufen recht gut. Gut, Baumwolle und Tabak läuft besser. Das ist Tabak, das ist Tee. Was war ja noch hier? Zucker. Zucker ist nur mittelmäßig. Das ist nur B-Ware. Wo gibt es denn hier Zucker? Hier gibt es Zucker. Hier gibt es auch Zucker. Das ist Spanisch. Das können wir nicht angreifen. Hier aus gibt es auch Zucker. Hier Jamaika Port Royal ist auch Zucker. Auf den Bahamas gibt es auch Zucker. Teeplantagen. Das heißt, die Engländer und die Franzosen ziehen ihren Tee aus Indien. Gut, das ist natürlich verständlich. Schieben wir hier runter. General können wir uns nicht leisten. Schade. Die Franzosen sind zurückmarschiert Richtung Ungarn. Ich könnte jetzt auf Wien zumarschieren und schließe wieder ungeschützt. Wobei, die haben eine Festung. Eigentlich... Ah, guck mal, wer da kommt. Hier sind sie hinmarschiert. Haben wir nicht einen Agenten irgendwo hier? Ich ziehe einen mal von hier oben hier runter. So. Den müssen wir uns entgegenstellen. Das wird jetzt hart. Gucken wir mal, die französische Armee hat weniger Mann und wird von Nicolas Dupley kommandiert. Gucken wir mal. Also, Husaren haben die dabei. Ulan. Ulan sind gefährlich. Wir haben nichts gegen Ulan. Einmal Artillerie, 12 Pfund. Wir haben immer die kleinen Sektpfünder und die fetten Halbkanonen. Das ist schon veraltete Artillerie. Ein recht kaputter Regimenter. Königliches Bavier-Regiment. Schauen wir mal. Das sind eigentlich recht gute Truppen. Von den Franzosen. Mit der Armee kann man arbeiten. Bisschen wenig Artillerie. Und kein General, aber ansonsten... sehr infanterielastig. Und die Franzosen haben eine gute Armee. Schauen wir mal, die Schlacht machen wir noch und dann... Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Ignoranz ist Stärke.
So. Die hätten sich auch kein gerades Schlachtfeld aussuchen können. Nein, die treffen sich hier so ein bisschen schief. Okay, Artillerie. Stellen wir die Artillerie mal hier hin. Aber hier auf dem Berg steht sie besser. Hier auf dem Berg steht sie besser. General dahinter. Jetzt gucken wir mal. Ah, so. Die 3., 4., 5. Infanterieregiment, die halten hier unten das Tal. 15., 16., 17. Infanterieregiment, die halten hier das Dorf. Die Bauernhöfe auf der rechten Flanke. 9., 11., 10. Die halten die Mitte und den Wald, die werden durchmarschieren. Unterstützt von einem Regiment Pikinier, die ebenfalls damit durchmarschieren. Dann haben wir unsere Gendarmerie-Kavallerie auf der linken Flanke und die Hauptkavalleriestärke auf der rechten am Dorf. Mhm. So stellen wir uns mal auf. So. Und im Zentrum rücken wir in den Wald vor. Gucken wir mal, was die Franzosen machen. Die stellen ihre Einheiten links, rechts schwach. Das sind aber die Lanzenreiter. Das heißt, rechts können wir mit Kavallerie arbeiten. Wir haben hinten eine Linie und schicken ihre 62. und 33. Regiment in den Hügel runter. Die gehen in Carré-Formation nur für den Fall, dass sie uns flankieren wollen. Und decken den Angriff auf den Wald. Diese Infanterietruppe, die rücken hier runter. Ja, die greifen uns frontal an, ihre Dummlanzleute, während die Franzosen uns fliehen sind. Hat ja wunderbar geklappt. Da kommt schon das nächste Carré. Ja, nächste Carré, da ist schon die nächsten Pferde. Greifen natürlich das Carré an. Ja, die sind klug. Nicht. Immerhin können wir jetzt hier vorholen. Ich mache aber nochmal das hier ein bisschen leiser. Ist mir immer zu laut. So. Die Franzosen werfen jetzt alles hier in die Mitte und nach rechts. Königliches Bavier-Regiment. Immerhin haben wir den ersten Schuss. Das ist schon was. So, die umgehen unsere eigene Linie. Füllen die Linie wieder auf, drücken vor. Die fangen die Franzosen ab, die den Hügel angreifen. So, rechte Flügel, da sieht es meiner Meinung nach sehr gut aus. Das Zentrum ist mir ein bisschen zu schwach, aber okay. Unsere Kavallerie lasse ich erstmal noch in Reserve, zumindest rechts. Die beschäftigen jetzt die Infanterie. Vorwärts. Gehen wir den Gegner mit Kavallerie. Die können ja nicht darauf feuern. Praktisch. Wir machen erstmal hier dieses Versteck direkt in den Weg. Und schicken das 4. zur Unterstützung. In dem Fall, dass die sich in dem Carré ein bisschen halten, dann müssen sie es wieder auflösen. Okay, gucken wir mal am rechten Flügel.
Das scheint so in Ordnung zu sein, aber wir vorbereiten schon mal unsere Kavallerie. Die rücken durchs Dorf vor. Was ist das hier? Feindlicher General getötet. Im Wald sehe ich gar nichts. Keine Ahnung, wer der gewinnt. Ich lasse das mal kämpfen. Das sollen die selbstständig machen. Dafür habe ich meine Regimentskommandeure. Links greifen wir jetzt mal an. Die Kavallerie greift an und die Infanterie stützen. So. Hier rücken sie nur in Bataillonsgröße vor. Weil so viele Truppen haben sie dann doch nicht. So, dann können wir mal die Infanterie ausklammern. Die Kavallerie greift weiter an. Auch wenn die schon sehr müde sind. Pferde sind halt extrem müde. Trotzdem beschäftigt die Franzosen. So, der Flügel ist gewichen. Da kommt zwar noch Infanterie, aber das ist ohne Belang. Ja, die fliehen wieder. Letzter Ansturm. So, die Maschine jetzt alle hier runter. Wildes Durcheinander und Chaos in den französischen Reihen. Gefecht vorbei. Schlacht gewonnen. Sehr gut. Französische Armee auf dem Weg nach Warschau abgefangen und zerschlagen. Mal gucken, was noch übrig geblieben ist. Nicht sehr viel. Und die ziehen sich nach Ungarn zurück. So. Aber wir haben auch dicke Verluste eingefahren und wir können es nicht wieder auffüllen. Wir haben in diesem Ring mit nur noch 8 und hier nur noch 11 Mann Kavallerie. Wir müssen eigentlich mal ein bisschen... ja, verstärken die Armee. Aber das ist ein Job für die nächste Folge, denn die hier ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschüss.